Du hast vor ein paar Wochen gesagt, dass es dieses Jahr eine besonders schwere Aufgabe wird. Was hast du damit gemeint? Also ich hatte da mehrere Aspekte unter dieser Aussage gefasst. Einen hatte ich gerade in der vorherigen Antwort schon erwähnt. Wir haben eine in weiten Teilen neu zusammengestellte Mannschaft. Es ist natürlich auch ein Gerüst an wichtigen Schlüsselspielern geblieben. Trotzdem muss man erstmal 12 Neuzugänge in so eine Mannschaft integrieren. Gleichzeitig sind ja viele Spieler gegangen, davon auch etliche Stammspieler, die letztes Jahr oder die letzten beiden Jahre den Karren dann auch mitgezogen haben. Und es braucht Zeit, bis dann so eine Mannschaft A auf der persönlichen Ebene zusammenwächst. Da sind wir schon sehr weit. Es ist ein gutes Mannschaftsklima schon wieder. Andererseits braucht es aber natürlich auch Zeit, bis taktische Mechanismen greifen und Automatismen greifen, dass dann Laufwege wirklich 100% abgestimmt sind und man gar nicht mehr schauen muss, sondern schon automatisiert weiß, was macht der Mitspieler und was muss dann ich machen. Sowas geht nicht in ein paar Wochen, das geht auch nicht in ein paar Monaten, das braucht länger. Und da sind wir mitten auf dem Weg und deshalb vorher auch die Aussage, ich bin mit der Leistungsentwicklung zufrieden, weil ich da immer mehr an Automatismen und an richtigen, guten Abläufen erkenne. Aber es ist halt auch noch viel Luft nach oben. Also das war der eine Teil, was ich damit gemeint hatte, dass die Saison schwer wird. Zum zweiten macht es natürlich dieses Jahr auch schwer, dass die zweite Liga besser ist als in den beiden vergangenen Jahren, als wir da mitspielen durften. Das muss man einfach mal so festhalten. Es war letzte Saison schon ein Unterschied zur Saison 17-18. Und jetzt haben wir aber nochmal eine Schippe draufgelegt an Qualität der Mannschaften. Und zum dritten habe ich damit gemeint, dass natürlich auch die Erwartungshaltung auf allen Ebenen natürlich gestiegen ist. Und gerade in Bezug auf Punkt 2 und 1 ist aber nicht gerechtfertigt, ist jetzt von der Mannschaft noch mehr zu erwarten oder auch zu erwarten, sie knüpft direkt wieder da an, wo sie Mitte Mai aufgehört hat im letzten Spiel. Das kann die Mannschaft jetzt einfach noch nicht. Sie wird da wieder hinkommen, wenn wir ihr die Zeit geben und wenn sie für sich die nächsten Entwicklungsschritte geht. Und da betone ich nochmal, muss aber jedem Spieler klar sein, er muss noch mehr Entschlossenheit, noch mehr Zielstrebigkeit, noch mehr Konsequenz an den Tag legen. Mentalitätsmonster hört sich nicht an, aber Mentalitätsmonster musst du jedes Training, jedes Spiel aufs Neue beweisen. Und momentan sind wir noch keine Mentalitätsmonster, da fehlt noch was. Aber auch da sei gesagt, positive Anzeichen sind erkennbar. Wer in der 92. Minute gegen Stuttgart das 3:1 kassiert und dann umgehend und postwendend weiter nach vorne spielt, das 3:2 noch macht und dann noch eine Chance zum 3:3 hat, der zeigt, dass er gute Mentalität hat. Aber genau das, was wir da in diesen paar Minuten gezeigt haben, das müssen wir verstetigen und regelmäßig auf den Platz bringen. Blicken wir noch voraus zum Ende des Interviews. Am Samstag das Heimspiel gegen den Hamburger Sportverein, auch einer von diesen großen Brocken in der Liga. Wie blickst du diesem Spiel entgegen? Ja, also grundsätzlich ist im Fußball immer alles möglich. Es ist auch am Samstag, wenn wir hier auf dem Platz laufen, dann stehen 11 Hamburger und 11 Regensburger auf dem Platz. Hamburg sicherlich ein ganz großer Club, der die Ambition hat, in die erste Liga aufzusteigen, der, wenn wir nochmal zu den wirtschaftlichen Möglichkeiten kommen, in einer komplett anderen Liga spielt, sicherlich auch deutlich über 100 Millionen Euro Umsatz im Jahr generiert. So, also das spielt nicht gleich gegen gleich, aber es geht 90 Minuten und in 90 Minuten müssen wir dann gucken, dass wir auf gleich gegen gleich kommen. Wir haben 15.000 Zuschauer im Rücken, die sicherlich dabei sein werden, wenn wir auf dem Platz entsprechend liefern und den Funken dann auf die Ränge übertragen. Und warum soll man nicht Hamburg ärgern können? Wir hätten den VfB fast geärgert, warum soll man jetzt nicht Hamburg ärgern können? Und mit dieser Haltung müssen wir ins Spiel gehen, mit voller Überzeugung, mit vollem Mut auch, dass es möglich ist, gegen Hamburg was zu holen. Und was am Schluss dabei rumkommt, das werden wir sehen. Aber es muss der Anspruch sein, das Beste auf den Platz zu bringen, was wir geben können und entsprechend mutig nach vorne zu spielen. Weil Mut wird im Zweifelsfall belohnt, Angst wird garantiert nicht belohnt. Deshalb probieren wir mutig und mit offenem Visier zu spielen. Das ist auch die Vorgabe jetzt für die Trainingswoche. Und dann werden wir sehen, zu was am Ende reicht. Klar ist auf jeden Fall, dass das gegen Hamburg Bonuspunkte sind.